Guten Abend, Leute. Ich wollte euch mal einen Bericht bringen von meiner neuen Gitarre. Dieses schöne Stück, eine Volcano Rocketeer. Und weil das nur eine kurze Gitarre ist, wird das auch nur ein kurzer Bericht werden. Als Musiker will man ja ständig seine Finger in Bewegung halten, das auch auf Dienstreisen oder im Urlaub. Und in der elektronischen Bucht hat sich mir dieses schöne Ding hier geboten. Da habe ich mal zugeschlagen. Die gibt es noch in verschiedenen Ausführungen, richtig als Strat mit 3 Single Coil, auch in wirren Lackierungen. Ich wollte dieses schwarze Rockbeast hier haben mit dem Humbucker. Der Hals ist Ahorn, der war glücklicherweise nicht lackiert. Ich habe den noch ein bisschen angeschliffen, habe den geölt und gewachst, fühlt sich noch ein Stückchen schöner an. Palisander Griffbrett, ich habe keine Ahnung, was das für ein Holz ist. Die beiden Regler, Volumen und Ton, der Humbucker, irgendein fieses No-Name-Teil, tut aber seinen Dienst, die feststehende Brücke. Das war ein bisschen Einstellarie, die bunt Oktav reinzukriegen. Hier bei der tiefen E-Saite bin ich echt am Anschlag, mehr geht einfach nicht. Aber das reicht, definitiv, also für mich zumindest. Was ich noch austauschen musste, waren die Mechaniken. Ihr seht hier Einzelmechaniken, das hier sind die Originalen. Die gehen nun mal gar nicht. Das Ding von der tiefen E-Saite war schon mal verbogen, hat die Stimmung überhaupt nicht richtig gehalten. Also zack, ab in die elektronische Bucht und neu gekauft. Und weil es ja wichtig ist, dass man was zu hören kriegt, werde ich das Ding jetzt mal kurz anschließen. Also, bis gleich. So, die hängt ein bisschen unbequem. Das sieht auch nicht nach Rock'n'Roll aus so, aber das ist zum Üben ganz okay, denke ich mal. Muss man so ein bisschen aufpassen bei der kleinen. Die Saiten schwingen echt unglaublich. Wenn man da richtig reinhaut, klingt das so übel verstimmt. Ist aber auch ganz schön als Übung, weil man dann nämlich ein bisschen feinfühliger spielt. Klingt auch gemein, das muss man echt üben. Schöner Effekt ist auch, wenn man richtig doll zudrückt. Tja, aber auch das zwingt mich dazu, nicht mehr so doll zuzupacken, was auch nicht so ermüdend für die Finger und für den Arm ist. So, und jetzt kommen wir mal zum Rockteil. 2:15:45. So, dann jetzt einmal die Rock-Variante. Zwischendurch kommen immer fiese Töne raus, weil hier verreißt man die Saiten so leicht. Hm.
Also für die Studiarbeit ist das bestimmt kein Gerät, aber so für einen Spaß. Auf dem Hotelzimmer, vielleicht noch mit so einem kleinen Taschenverstärker oder sowas in der Richtung. Aber mir hat es auf Dienstreise schon ohne das Ganze Spaß gemacht. Das funktioniert. Das soll es auch gewesen sein für euch. Tschüss und viel Spaß, falls ihr euch auch für dieses Gerät hier entscheiden könnt.